Hallo, in diesem Video möchte ich dir etwas über die Sprachvarianten der deutschen Sprache erzählen. Eine Sprachvariante ist zum Beispiel der Dialekt. Ein Dialekt ist eine Sprachvariante einer bestimmten Region eines Landes. Diese wird in der Regel nur gesprochen und seltener geschrieben, weshalb ein Dialekt auch Mundart genannt wird. Ein bekannter Dialekt, den du vielleicht kennst, ist der bayerische Dialekt. Dieser wird in der Region Bayern gesprochen. Denglisch ist eine weitere Sprachvariante. Sie bezeichnet die Verwendung englischer Begriffe in der deutschen Sprache. Dies wird oft abwertend gemeint, wenn zum Beispiel zu viele englische Begriffe in der deutschen Sprache verwendet werden, obwohl dies nicht nötig ist. Manchmal wird Denglisch aber auch lustig gemeint. Dann wird Denglisch so genutzt, dass wir 1:1 Übersetzungen von der deutschen in die englische Sprache haben. Zum Beispiel wie hier, I wish you what, was im Deutschen so viel heißen würde wie, ich wünsch dir was. Die Chatsprache ist die Sprachvariante, die du bestimmt am häufigsten nutzt. Denn sie ist die Verschriftlichung der mündlichen Sprache. Zum Beispiel, wenn du deinen Freunden Nachrichten schickst. Außerdem wird in der Chatsprache häufig ein Emoji oder auch Emoticon genutzt. Hiermit kannst du deine Stimmung oder auch andere Dinge ausdrücken. Weiter ist für die Chatsprache üblich, dass häufig keine korrekte Groß- und Kleinschreibung beachtet wird. Dies sind die wichtigsten Dinge über die Sprachvarianten Dialekt, Denglisch und Chatsprache. Für weitere Informationen kannst du dir gerne unseren Text durchlesen. Viel Spaß dabei!